Was geht, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Das nächste Spiel steht an und das letzte Spiel ist ja richtig gut gelaufen für mich. Und jetzt gilt es, das natürlich zu bestätigen. Ich hoffe, dieses Mal gelingt mir auch dann ein Tor, was nicht aberkannt wird. Ich bin gespannt aufs Spiel und letztes Spiel hatte ich das Gefühl, dass ich echt mega viele Meter gemacht habe. Und um das mal zu checken und um auch so ein paar Referenzwerte zu machen, viele von euch kennen den schon, benutze ich ab jetzt den Tracker von TrackDix. Könnt ihr auch mit dem Code LukasFootball auf jeden Fall günstiger bekommen. Ja, der nimmt eure Daten im Spiel auf, Laufdistanz, wie viele Sprints macht ihr, mega viele Werte, auch die maximale Geschwindigkeit von euch. Und ja, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch dann nach dem Spiel mal. Je nachdem, wie es gelaufen ist, kann man dann auch so, ja, Vergleichswerte für die Saison ziehen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir direkt ins Spiel rein und viel Spaß. Starten wir rein in die Partie. Gegner SC Musenkohl auf dem 7. oder 8. Platz vor dem Spiel, wir auf dem 2. Wir haben gegen die Mannschaft auch in der Vorbereitung gespielt, da haben wir 5-1 gewonnen. Dort habe ich auch 2 Tore gemacht. Das war das erste Spiel, was ich euch gezeigt habe. Also in dem Spiel auf jeden Fall mal die Chance, mein erstes Saisontor zu erzielen. Ich war von Anfang an richtig motiviert, hatte Bock auf das Spiel und starten wir mal hier direkt in die erste Aktion. Das ist ein Rückpass von unserem Außenverteidiger auf unseren Torwart. Der kommt zu kurz, Keeper kommt raus und dann passiert sowas. Und was macht der Schiedsrichter? Der Schiedsrichter gibt einfach unserem Torwart in der allerersten Minute, in der allerersten Aktion die rote Karte. Das war, Junge, ey. Und es wird natürlich noch besser, denn man weiß es, Keeper ist ausgewechselt, der Ersatztorwart muss rein und eine Person muss natürlich ausgewechselt werden. Schiedsrichter! Lukas!